Frau Professor Habeck, beim ESMO, beim virtuellen ESMO, Corona-bedingt, dem Europäischen Krebskongress, der zu Ende gegangen ist, haben Sie einen Vortrag gehalten oder eine Studie vorgestellt, die Impassion 031, wo es um den triple-negativen Brustkrebs ging, also ohne Hormonrezeptoren und ohne HER2-neu. Und diesmal wurde Atezolizumab, was in der metastasierten Situation bereits eingesetzt wird, neoadjuvant getestet. Was ist dabei rausgekommen? Ja, also ich habe mich sehr gefreut, war sehr dankbar, dass ich die Studie vorstellen konnte für die internationale Studiengruppe. Es war eine Studie mit 333 Patientinnen. Wir haben neoadjuvant eine Chemotherapie mit einem Taxan, Nab-Paclitaxel und 4x AC gegeben und dann plus minus Atezolizumab. Und die Studie hat ihren Endpunkt erreicht. Sie war positiv. Wir haben die PCR-Rate durch diese Immuntherapie verbessern können, und zwar deutlich verbessern können, fast 16% oder 16,5% absolut. In dem Atezolizumab-Arm hatten 57% der Patientinnen eine PCR, im Kontrollarm nur 41%. Also ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und was interessant war vielleicht, weil das anders ist als bei der metastasierten Erkrankung, wenn man im Tumor diesen PD-L1-Status bestimmt, also diesen Biomarker, um zu sehen, ob die Therapie wirken wird, da war zwar die PCR-Rate insgesamt höher bei diesen PD-L1-positiven Tumoren, etwa 40% sind das, aber auch in dem anderen Arm, wo der PD-L1 negativ war, war die PCR-Rate durch die Immuntherapie höher. Das heißt, wir brauchen diesen Biomarker wahrscheinlich in der neoadjuvanten Situation nicht. Das heißt, sofern die Studienergebnisse sich dann weiter bestätigen und vielleicht bei einem Überlebensvorteil kommen, würde dann jede Patient oder würde jeder Patientin dann das Atezolizumab angeboten bekommen? Ja, ich muss sagen, wir hatten in der Studie Patientinnen mit größeren Tumoren drin, wenn sie nodal negativ waren. Das ist ganz wichtig. Also nicht jedes triple negative Karzinom braucht sicher eine Immuntherapie. Noch dazu muss man sagen, die Verträglichkeit war zwar insgesamt gut. Man hat Chemotherapien bekannte Nebenwirkungen gesehen, aber durch die Immuntherapie jetzt keine Nebenwirkungen, die wir nicht aus der metastasierten Situation auch kennen. Aber es ist eine sehr anspruchsvolle Therapie, weil sie eben bei ganz wenigen Patienten auch schwere Nebenwirkungen machen kann. Deswegen muss man natürlich in der heilbaren Situation bei der Ersterkrankung das gut abwägen. Und ich denke, dass die Überlebensraten das zeigen werden, dass diese Therapie gut ist bei Patientinnen mit triple-negativen Mammakarzinom. Und wir haben ja auch noch eine weitere Studie mit Pembrolizumab, die wir früher im Jahr schon gesehen haben. Und gemeinsam werden diese Studien, glaube ich, zur Zulassung führen. Und dann müssen wir uns überlegen, welche Patientin kriegt das? Vielleicht finden wir doch noch einen Biomarker, der uns da weiterhilft. Oder ist es nur die Aggressivität des Tumors? Also wir wissen noch nicht genau, wer braucht es und wie lange müssen wir es geben, wissen wir auch noch nicht. Und haben wir einen Biomarker? Also viele Fragezeichen, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ist ja eine sehr aggressive Erkrankung, das triple-negative Mammakarzinom. Das heißt aber, dass, sagen wir mal, nach dem nächsten Wochenende die Therapie nicht komplett umgestellt wird? Nein, das werden wir sicher nicht machen. Wir haben Studien noch zur Immuntherapie, weil ich ja gesagt habe, wir müssen das besser verstehen. Wer braucht es jetzt genau und mit welcher Chemotherapie zusammen müssen wir das geben? Und wir haben ja auch gute Therapien. Wir wissen, dass sehr viele Patientinnen mit der Standardtherapie, Anthracyclin, Taxan und Platin, doch ein komplettes Verschwinden des Tumors haben, auch in den Lymphknoten. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da vorsichtig sein. Wir müssen noch mehr Daten haben. Wir müssen sicher sein, dass dieser PCR-Vorteil auch ein Überlebensvorteil wird. Und dann werden wir es den Patientinnen anbieten, die davon profitieren. Abgesehen davon haben wir ja in Deutschland oder in Europa keine Zulassung dafür.
Ja, das ist der Punkt. Also die Frage war ja nach der Zulassung. Also ich denke, nach der Zulassung ist es überhaupt keine Frage. Es ist eine Zulassungserweiterung. Atezolizumab ist ja schon zugelassen beim fortgeschrittenen Karzinom, aber nächsten Montag sicher noch nicht. Aber wir bleiben dran und wie gesagt, in den zertifizierten Brustzentren werden noch Studien angeboten. Das heißt, es gibt noch die Möglichkeit, Immuntherapie auch nächsten Montag schon zu bekommen im Rahmen von Studien. Es ist erstaunlich, dass momentan ja die Entwicklungen so schnell vorangehen. Es kommen ja ständig neue Substanzen, aber auch die Substanzen in anderen Situationen der Erkrankung. Kommt da unser Gesundheitssystem überhaupt noch hinterher? Ich denke, das ist ein Luxusproblem und das müssen wir schultern. Und wir sind ja in der glücklichen Lage in Deutschland, dass wir alles, was zugelassen ist, sofort einsetzen können und auch Substanzen, die nicht zugelassen sind, aber wirklich einen deutlichen Überlebensgewinn oder in einer schwer behandelbaren Erkrankung eingesetzt werden, auch die auch im Antrag bei den Krankenkassen als Einzelfallantrag dann auch schon vor der Zulassung bekommen. Das heißt, wir haben eine gute Situation und die Ärzte werden die Substanzen auch anbieten, wenn die für die Patienten die richtigen sind, auch wenn es im Einzelfall vielleicht eine Zulassung nicht gibt, einfach weil wir doch auch mit den Kostenträgern dann reden können. Vielen herzlichen Dank. Gerne.